Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Verzinsung, wo wir uns anschauen, wie sich bei der Zinsrechnung die Grundgleichung der Finanzmathematik ergibt. Startpunkt ist, dass wir davon ausgehen, wir haben irgendein Anfangskapital und wir haben einen Zinssatz R, der also zwischen 0 und 1 liegen muss, den wir gewähren für die Verzinsung dieses Anfangskapitals. Was heißt das? Wir haben also eine bestimmte Periode, in der ein Kapital zum Beispiel auf einem Konto liegen muss oder ähnliches. Und am Ende dieser Verzinsungsperiode wird der Anteil R des Ausgangskapitals K0 diesem Kapital dazugeschlagen und daraus ergibt sich dann das Endkapital K1 am Ende der Periode. Das heißt also K1 ist das, was ich vorher am Konto hatte, plus der Anteil R von dem, was ich auf dem Konto hatte am Anfang, nochmal draufgeschlagen. Und da kann ich dann sagen, das ist K0 mal 1 plus R, was ich bekomme. Und das 1 plus R nennen wir in diesem Zusammenhang Aufzinsungsfaktor. Allgemein bei geometrischen Folgen, die wir uns im vorigen Video angeschaut hatten, haben wir es Wachstumsfaktor genannt und in der Zinsrechnung macht es genau das Gleiche, ist auch ein Wachstumsfaktor, nennen wir dann aber in der Regel Aufzinsungsfaktor. Und damit haben wir dann also unsere Grundgleichung der Finanzmathematik. Das Endkapital ist gleich dem Anfangskapital mal dem Aufzinsungsfaktor. Und wenn wir dann eine sogenannte zusammengesetzte Verzinsung haben, dass in der zweiten Verzinsungsperiode die Zinsen auf das Kapital gezahlt werden, was ich dann zum aktuellen Stand auf dem Konto habe, auf das Kapital K1 und dann wieder auf das Vorkapital, dann sagt man dazu eben Zinseszinsen oder zusammengesetzte Verzinsung. Klingt jetzt vielleicht abstrakt, schauen wir es uns ganz konkret an, ist ganz einfach. Also K1 ist gleich K0 plus R mal K0. Und das ist die Gleichung, die wir vorher hatten. Und K2 ist dann auch das, was wir in der Periode vorher am Konto hatten und jetzt mal plus K1 mal R. Hier steht jetzt also immer das, was ich in der Vorperiode am Konto hatte. Und das ist also dann K1 mal 1 plus R. Und weil K1 nichts anderes ist als K0 mal R, kann ich es auch schreiben als K0 mal 1 plus R Quadrat. Und dasselbe macht man dann für die nächste Periode und für die nächste und so weiter. Das heißt, das Kapital entwickelt sich genau wie eine geometrische Folge, wie wir im vorigen Video schon gesehen haben. Und das Bildungsgesetz für den Endwert bei dieser zusammengesetzten Verzinsung oder der Verzinsung mit Zinseszinsen, was das Übliche ist, was wir in der Anwendung brauchen, schaut genau aus wie das Bildungsgesetz einer geometrischen Folge. Also bei der geometrischen Folge hatten wir gesagt, es ist x0 mal q hoch n und hier schreiben wir jetzt halt kt, k für Kapital und t für Time und das ist dann K0 mal Q hoch T. Aber ansonsten ist es genau das, was wir bei der geometrischen Folge schon gesehen haben.